Himmel, was ist das denn hier? Oh ja, ich sag nur Emes, ne? Ich sag nur Emes. Aber super, hast du bis jetzt 200 gefahren oder was? Ja. Nein, aber doch nicht. Wir sind so gut durchgekommen. Wir können auch. Unglaublich. Über 200 oder knapp 200. Haben wir uns jetzt gegenseitig? Na klar. Heute wollte ich dich mal. Heute wollte ich euch mal filmen. Ey, ich war gerade noch duschen und da gucke ich auf die Uhr. Schön, du hast geschrieben. Ich habe noch ca. 35 Minuten. Da habe ich aber geglüht. Wir haben hier eine Sonne gedüstet. Prost. Noch mehr. Herzlich willkommen. So, wir bleiben jetzt hier so stehen. Hast du das schon schön aufgemacht? Ihr könnt euch auch umdrehen. Nee, dann passt das doch mit der Tür besser, oder? So, angekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich Ton habe. Egal, ich melde mich später nochmal. Euch eine frohe Ostern, auch wenn ihr das erst später seht, aber freundlich wollen wir ja sein. Genau. So, neues Kapitel. Frankreich ist noch nicht ganz zu Ende. Ich glaube, ein Video kommt noch, aber noch ein bisschen was Aktuelles mal zwischendurch. Auch nicht verkehrt, ne? Genau. Und zwar Aktualität von Lucky Camper and Friends, mal wieder. Überraschung. Oh, ich sehe schon ein Fässchen. Was bedeutet das? Wo das Kölsche Bier nicht weit ist, ne? Nee, wo das Kölsche Bier ist, ist Brigitte und Ernst nicht weit. Und die wissen nichts davon, dass wir jetzt kommen. Genau. Überraschung. Wir machen jetzt eine kleine Überraschungsfahrradtour in der Hoffnung, dass wir nicht überrascht werden, sondern dass die dann auch da sind. Ja. Aber sonst haben wir ja auch Fässchen dabei. Da wird man dann sehen. Ja, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier in Holland. In Holland, in der Nähe von Rennes. Genau. So, und wir sind ja gestern hier angekommen, der Detlef und die Birgit waren so freundlich und haben uns hier schon mal einen Platz mitgebucht. Mhm. Habt ihr ja gestern gesehen. In strahlenden Sonnenschein angekommen. Abends wurde ein bisschen frisch. Ich habe dann die Kamera auch nicht mehr richtig angekriegt, weil wir wurden ja entsprechend begrüßt. Mit MS. Mit MS. Detlef, sollen wir das bei mir in meinen Korb reinpacken, das Fässchen? Ich habe aber auch die Tasche mit. Ja klar, da wollte ich gerade sagen, hier schön in die Jacke rein. Muss sicher verpackt sein. Unbedingt. So, gut, ne? Oh. So, dann seht mal zu, dass ich nicht verloren gehe. Moin, Birgit. Ich wünsche euch auch guten Morgen. So, die Spannung steigt. Ja, frohe Ostern! Wir haben gesagt, wir kommen mal eben rüber. Oh, wo steht ihr denn jetzt hier? Unsere Nachbarn, die waren doch gestern schon hier. Hallo, ihr Spanier! Da ist eine Überraschung hier. Oh, so ein großer. Alles fit? Ja. Gut siehst du aus. Groß bist du geworden. Das gibt's doch nicht! Frohe Ostern, ja! Guck mal, ich hatte neue Kamera. Nein, die ist nicht neu. Ist das die Insta? Das ist die Insta 360, ja, tatsächlich. Weil die geht nicht so oft aus oder gar nicht aus wie die
GoPro. Ich bin sehr zufrieden damit. Und nein, es ist keine Werbung. Ich mache hier immer noch Super 8. Zum Drehen. Ich nehme auch einen Kaffee, ja. Einen spanischen? Nehme ich. Spanisch nehme ich. Sehr gerne. Mit Milch und Zucker. Ich war noch nie günstig. All in. Lecker. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir haben Jürgen und Nicole von Jürgen und Nicole on Tour. Was? Ja. Gerade hier durch Zufall, war Zufall, ne? Ja, ja, ja. Durch Zufall kennengelernt. Das ist Jürgen übrigens. Das ist jetzt nicht Nicole. Das bin ich, ja, genau. Nicole Finnmord. Sieht man an der Frisur. Aber. Da, da, warte, warte. Ich habe gerade gesagt, dass wir euch jetzt haben auch kennenlernen dürfen. So. Durch Zufall. Also ich verlinke euch mal den Kanal da unten bei uns und müsst ihr unbedingt reingucken. Mega geil, mega geile Touren. Ist so, oder? Ja. So, ja. Ja. Wir fangen jetzt mehr damit an, weil vorher hatten wir nicht so viel Zeit dazu gehabt, weil er ja dreifache Schicht hatte und jetzt geht's ein bisschen mehr los mit Videos. Ich weiß gar nicht, ob man dich hört, aber ja, egal, wir werden nachvertonen. Alles klar. Okay. So, jetzt wieder mal spanischen Kaffee. Dann sagen wir tschüss, schönen Dank, dass wir euch haben kennenlernen dürfen. Genau. Ja? Und nicht vergessen, hier einschalten. Ne? Ja. Und liken. Und liken. Und alles. Wir sind jetzt wieder zurück. Ja. Die Wurst liegt auf dem Grill. Genau, auf unseren angestammten Stellplatz, Campingplatz hier. Jetzt haben wir gerade den Kollegen hinter uns. Den könnt ihr vielleicht noch sehen. Una. Rausgeholt. Nur eben aus der Scheiße gezogen. Weil die Plätze sind hier doch ein bisschen weich, ne? Ja, Boden her. Ja, haben sie aber auch gesagt, wenn es regnet, ist das hier schwierig. Aber wir stehen jetzt hier auf Pflastersteine oder auf dem, was ist das denn hier, auf den gefliesten Weg hier. So, ja, wir werden jetzt noch ein bisschen, die Flasche, wir werden jetzt hier noch ein bisschen was essen und dann weiß ich eigentlich gar nicht, dann machen wir Schluss für heute, zumindest hier in diese kleine schwarze und dann Kamera. Dann schauen wir, was die nächsten Tage noch so bringen. Ja, morgen soll regnen und... Ach ja, wir sind hier und die Sonne geht auf. Die wird sicherlich aufgehen, aber morgen wird regnen. Nein, das Nein. Nee, viele coole Gesichter heute schon wieder gesehen. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Nee, wir machen dann morgen, weiß ich nicht, wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwie die ein oder andere Stadt hier sich uns hier angucken, ne? Ja, ich war hier noch nicht. Ich auch noch nicht. Dumm, ne? Also peinlich, wir waren noch nie hier. Also schon in Holland, aber nicht hier. So, dem soll es erstmal so sein. Ich würde sagen, bis morgen. Ciao. Genießt die Ostertage noch. Und dann haben wir's. Alles klar. So, das ist mächtig windig, ne, oder? Aber die Sonne scheint wieder. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Boah. So. Grüß Gott. Morgen. Einen guten Morgen. So, gestern haben wir gar nichts gefilmt. Gestern war richtig Uselwetter. Ja. So richtig Uselwetter. Ja. Wie gesagt, nicht viel gemacht. Brigitte und Ernst waren gestern noch kurz da und sind dann bei dem Regen wieder zurück zu ihrem Platz gefahren. Also eigentlich war ja kurz der Schauer dann zu Ende und dann ging es, also echt den ganzen Tag, also grausam. Ja. Egal, wir haben noch ein bisschen unterm, da gibt es ja dieses Safari-Zelt, da haben wir noch gegrillt. Ja, war auf jeden Fall nicht Aber schön. Wir haben ja jetzt noch ein paar Tage und hoffen mal, dass dann, ja. Und ja, wir werden jetzt gleich mal gucken, dass wir mit dem Fahrrad nach Renesse, sagt man Renesse oder Rennes? Ich glaube Renesse. Fahren, ein bisschen Kibbeling essen, ein bisschen hier und dort und tri und tra und trulala. Ne? Genau, genau. Genau, und was haben wir heute? Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Der erste Dienstag nach Ostern, ja. Ja, dann gucken wir gleich mal, wie wir hier irgendwie loskommen, ne? Jo. Ah, die Sonne ist geil.
Ja, aber in Wittgeschütz in der Sonne ist das so herrlich. Ja. Leute. Leute. Hey, Leute. Das ist richtig geil. Ja, nach so einem Tag wie gestern, ne, da freut man sich, dass die Sonne mal wieder scheint. Ne, da wird man ja richtig depri, so wie das gestern war. Ne, man ist kalt draußen und boah, also so gefroren wie gestern, irgendwie lange nicht mehr. Das stimmt, das ist schon frisch. Ja, wir haben die ganze Zeit, als Brigitte und Ernst da waren, draußen gesessen, so unter dem Dach da gestanden gesessen. Boah, und danach war mir so kalt, ich bin überhaupt nicht mehr warm geworden. Ne? Ja. Ja. So, wir fahren jetzt gleich mal nach Renesse. Wir melden uns aus Renesse dann wahrscheinlich, ne? Schatz? Ja. Power.
Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Guten Tag. Aus dem stürmischen, windigen... Was ist das? Nordwelle. Nordwelle. Nordwelle, ne? Genau, Nordwelle. Jo, wir waren ja gestern, also wir haben uns jetzt nicht mehr gemeldet gehabt, gestern. Wir waren gestern in Renesse. Renesse? Die Bilder habt ihr ja schon gesehen. Genau. Mit. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Total windig, gar keine Frage, aber wirklich sehr schön. Wir hatten Glück mit dem Wetter gehabt. Ne? Ja, war Sonne, ja schön sonnig. Ne? Kalt war nicht. Also, ne? Ja, schon durch den Wind halt ist es halt... Okay. Ja, mi. Der Wind ist unangenehm, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also man ist hier... ja, Wind ist jetzt nicht so schön. Ist hier vom Winde verweht. Ja, da haben wir auch gestern nach dem Bier trinken am Strand haben wir auch nicht mehr viel gemacht. Nee, da waren wir noch in der Stadt dann Kibbeling essen. Ah ja, doch, stimmt. Noch so, Kibbeling essen Kibbeling und dann nach Hause. Und dann, ne? Nach Hause. Dann haben wir uns noch verabschiedet von Brigitte und Ernst. Jo. Ich hoffe, ihr seid gut zu Hause angekommen. Ja. Und war schön. Ja, war mal wieder herrlich nach gefühlt 1,5 Jahren, wo ihr nicht da wart. In Spain. Nee, war alles soweit schön, ne? Ja, ja. Ja, also dann haben wir die noch verabschiedet, die beiden Hübschen. Und ja, heute sind wir dann, haben wir dann gesagt, dann fahren wir nach Burg Harmstede. Genau. Sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns das Schlösschen, das konnte man von außen. Und dann ist ja dahinter so eine Dünenlandschaft mit den ganzen Bunkern drin. Da seht ihr ja die Bilder. Genau. War ganz interessant. Dann noch zu der Mühle, Pannekuchen essen. Genau. Sehr lecker. Schön Pannekuchen. Sehr lecker. Aber vom Timing her gut alles hingekriegt. Genau. Wir standen gerade unter der Markise, hat es geregnet. Also von diesem Pfannkuchenhaus da, von der Mühle. Pfannkuchen. Nee, aber auch da drin. Super nett alles. Ja, alles sehr ja. Schön, alles nice. So, dann hat es aufgehört zu regnen, dann sind wir wieder zurückgekommen. Ja, und waren gerade hier, da fing es wieder an zu regnen. Fing es gerade wieder an. Also, Timing passt. Eigentlich wollten wir jetzt heute noch nach Renesse rein Pizza essen, aber das ist jetzt so dermaßen windig hier. Ja, die haben auch ein bisschen Sturm angesagt, sagt Brigitte. Birgit. Entschuldigung, sagt Birgit. Und da haben wir jetzt gesagt, dann bleiben wir jetzt hier. Wir hauen jetzt die Reste aus dem Kühlschrank durch. Jo. Ja, Detlef und Birgit, die fahren morgen früh dann auch. Wir auch? Wir auch, genau. Wir werden dann aber nochmal nach... Oberlink. Nee, vorher nach den Frehorst. Brauersdamm. Brauersdamm, genau. Auf dem Weg dahin halten wir beim Brauersdamm an, und weil da sprechen sie alle von. Wir waren hier noch nie. Wir waren hier noch nie. Nee. Und dann müssen wir dort wenigstens mal mitnehmen. Ne? Gucken wir uns einmal an, wie das da so ist. Genau. Und dann werden wir nach Frehorst fahren. Gucken, hoffentlich kriegen wir da noch ein Plätzchen. Ach, bestimmt. Ja. Einmal übernachten da und dann fahren wir nach Oberling. Oberling rein. Mal nochmal. Waren wir auch schon ewig nicht mehr. Nee, ne? Oberling. Nee. Muss man wieder sagen. Ja. Wir haben da so ein paar Projekte. Genau. Und da brauchen wir ein bisschen Material für. Genau. Ja, und das war's dann ja auch schon mit der Woche quasi, ne? Ja, ja. Osterwoche. Schade, dass das Wetter so ein bisschen windig und kalt war. Aber überwiegend war schön. Ja, wir hatten viel Glück, ja, ja. Mit Sonne und so. Ja gut, aber wir sehen uns ja noch in Frehorst und ja. Am Brauersdamm. Da halten wir auch nochmal die Kamera drauf. Wir haben jetzt nur viel Bilder noch gezeigt gehabt und gar nicht mehr so wirklich viel gesprochen. Manchmal ging das auch nicht mehr so. Ist auch jetzt nicht so wegen schlimm. Wegen dem Alkohol und so. Das will ich euch auch nicht zumuten. Könnt ihr mehr Bilder gucken als uns. Ja, genau. Ist auch mal so, vielleicht also, schön. Also, wenn ihr kurz gemeldet, dann wisst ihr jetzt, was ab morgen los ist. Und dann geht's ja morgen weiter, ne? Genau. Also, nächstes Mal will ich dann anmachen, wenn wir am Brauersdamm sind, denke ich. Ja, ja, das passt dann schon, ne? Party aber, ne? Ja. Good morning. Morgen. Geht das so? Oh, ah. Bin ich. Einen wunderschönen guten Morgen vom Brauersdamm. Jo. Wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt mal auf dem Rückweg nochmal mit, weil alle haben sie geschwärmt vom Brauersdamm. Aber
wir steigen jetzt nicht aus, es ist zu windig. Natürlich steigen wir gleich noch aus. Ja, einmal kurz. Einmal durch den Wind durch die Haare gehen. Ja. Ja, Mensch, jetzt sind wir vom Stellplatz weggefahren. Detlef und Birgit haben wir gerade noch verabschiedet. Jo. Haben sich natürlich auch festgefahren. Also das ist, da reden wir andermal drüber mit dem Campingplatzbetreiber da. Das kann man, glaube ich, besser lösen. Ja, ja. Egal. So, jetzt sind wir Brauersdamm und als nächstes wollen wir ja dann von hier aus nochmal schnell nach Obeling rein. Ja, wir fahren jetzt in die Richtung und ich habe da in Lichtervorde oder so einen Stellplatz ausgesucht. Da bleiben wir dann über Nacht und fahren morgen dann nach Obeling. Obeling ist morgen, stimmt. Weil bei Obeling selber kann man ja nicht, sollte man nicht übernachten. Und kannst du aber, glaube ich. Also da steht, der Parkplatz ist nicht zu übernachten. Okay. Nee, wir haben uns einen anderen Stellplatz ausgesucht. Den zeigen wir euch gleich mal, wenn wir dann angekommen sind. Der ist aber noch 3 Stunden weg. Roundabout. Jo. Ja, jetzt genießen wir erstmal hier die Wellen und die Kitesurfer. Bisschen Strand. Jo. So machen wir das. Boah, Alter! Ah. Da ist Wind. Ah, guck mal, die Möwe. Na cool. Hey. Aber weg hier, du. Brauersdamm direkt nach Lichtervorde. Lichtervorde. Oh, ich war so nah. In der Nähe von Winterswijk. Ja. Von Obeling. Sind so 13 Kilometer davon entfernt. Genau, da haben wir jetzt so einen Stellplatz, einfach einen Stellplatz gefunden. Kostet 10 Euro, ne? Am Schwimmbad. Die 24 Stunden oder was, ne? Genau. Ist ganz einfach. Da ist direkt am Schwimmbad Eingang ist so ein. Wie so ein Briefkasten, da sind die Zettel drin, die füllt man aus, 10 Euro im Briefkasten, in den Briefumschlag, in den Briefkasten rein, fertig. Ein Abschnitt kann man abschneiden, dann vorne ins Auto rein. Abschnitt. Also sehr einfach und simpel. Strom 2 Euro, Wasser 1 Euro. Wie viel, weiß ich nicht. war jetzt ein bisschen tricky hier hinzukommen, weil die Straße gesperrt ist. Ja. Die machen hier gerade die Straße, aber wir haben es geschafft. Ja, einfach reinfahren, weil die Sperrung kommt erst später. Aber das haben sie ein bisschen unglücklich gemacht. Ja. So, ja, der Stellplatz, wie gesagt, nichts Besonderes. Auch mehr oder weniger eine Hauptstraße, Bauarbeiten. Ja, aber in der Nacht wird ja wahrscheinlich alles ruhig sein und da keiner arbeitet, alles gut. Ja. Wir wollen jetzt noch mal kurz in die Stadt hier. Die ist so 800 Meter? Ja, so circa, ich sag mal, ein Kilometer, 800 bis 1000 Meter.
Darum? Ja. Und wir wollen auf jeden Fall noch mal eine Frikando Spezial essen. Ja, unbedingt. Und dann würden wir auch schon morgen früh, also heute wird da nicht mehr viel passieren. Nein. Und dann würden wir auch morgen früh direkt nach Obelink fahren. Ja. Da finden wir aber nichts mehr. Kennt ihr ja alle. Ist ja jo. Eldorado für alle Camper. Ne, wir gucken da noch mal ein bisschen nach Stühle, Tische, was man so hat. Was man so braucht. Genau. Ein bisschen Teelichter noch. Ach nee, aber Ikea. Nee, alles gut. Ja, also könnte man auch theoretisch schon Bye-bye, Goodbye sagen. Jo, das war unser Kurztrip. Na komm, das passt doch hier. Hier ist ein Friedhof. Kann ich dich gleich hier lassen? Nee, da stellen wir uns mal kurz hin. Kurz am Friedhof, ja. Ist bald alles vorbei. Ja, gut. Ja, also. Ja, das war die kurze Woche letzten Endes, ne? Ja, ja. Mit unseren Freunden. Ja. Waren zwar jetzt nicht alle dabei, Grüße gehen raus an Frederik und Angie. Aber beim nächsten Mal sind sie dann hoffentlich auch dabei. Mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Ja. So, ich soll euch auf jeden Fall alle, oder wir sollen euch alle nett grüßen. Und ja, ja, war mal wieder eine richtig schöne Nummer. Schöne oder? Tour. Richtig schöne Tour. Ja. Ja, Wetter war ein bisschen ja, komm, durchwachsen, ist aber ist halt eben da eine See, ne? Ist das schon mal so ein bisschen, ja, ne? Nein, war so. Trotzdem sehr schön. Ja, also, bleibt sauber, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Achso, denkt dran, nächste Woche kommt dann nochmal, ich glaube aber auch das letzte Video aus Frankreich. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.